Hallihallo, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, es ist raus, das neue Raw Dinosaurs Magazin von Schleich und Blue Ocean. Yay, und in dieser Ausgabe gibt es wieder einen alten Bekannten, nämlich den Spinosaurus hier als exklusive Figur. Der Hammer ist übrigens eine Limited Edition. Die schauen wir uns natürlich am Ende von diesem Video an. Und wir vergleichen es vor allem mit den anderen bisher erschienenen Spinosaurus Figuren. Ich habe hier einige neben mir liegen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. So. Wir haben es heute mit der Ausgabe Nummer 6 zu tun, allerdings nur die Nummer 6 von diesem Jahr. Also lasst euch durch diese Nummern hier nicht durcheinander bringen. Es gab auch noch Magazine im letzten Jahr. Also sprich, es gibt mehr als nur 6 Ausgaben von diesem tollen Magazin, muss ich immer wieder sagen. Sowohl für kleine als auch große Dino-Fans total zu empfehlen. Alleine schon wegen diesen Figuren, die ihr in dem Magazin hier findet. Wie schon gesagt, der Spinosaurus dieses Mal wieder in einem Repaint hier in diesem Magazin zu finden. Dieses Mal in braun, wie es aussieht. Das letzte Mal war er grün. Dann gab es diesen Spinosaurus auch noch in den Schleich-Mini-Dinosauriern zu finden. Sowohl in dieser Bemalung als auch in dieser grauen. Ja, und die werden wir heute alle vergleichen. Also in diesem Magazin das Sammelextra Spinosaurus Figur. Dann geht es hier um Stegosaurier, Stacheln gegen Fleischfresser. Ihr könnt den Riesenvulkan von Schleich gewinnen. Plus eine T-Rex Figur. Dann gibt es natürlich einen Bericht über den Spinosaurus. Es gibt 2 Poster und natürlich auch wieder ein Comic. So, hier mal gleich den Inhalt anschauen. Hier seht ihr schon diese Figur, hammermäßig. Bin gespannt, ob sie auch tatsächlich so schön bemalt wurde. Ja, auch hier finden wir wieder Dino News, Neues von den Dinos. Es gibt einen Dino-Comic, DNA, gefährlicher Fischfang, den Dino-Steckbrief zum Spinosaurus, Dino-Wissen, die Oberkreide und der Stegosaurier. Es gibt die Poster, es gibt Spiele, Rätsel und natürlich auch die Vorschau auf das nächste Heft. Ich werde euch jetzt nicht die komplette Ausgabe zeigen, falls ihr euch das kaufen möchtet. Möchte ich euch die Spannung nicht nehmen, ist ja klar. Es gibt hier auf jeden Fall Berichte über neue Sauropoden. So zum Beispiel der Galeamorphus papsti, welcher zeitgleich mit dem Allosaurus lebte. Sehr interessant. Es geht um die Beißkraft des T-Rex. Ihr findet einen Bericht über Forscher, die jetzt tatsächlich eine Möglichkeit entdeckt haben, die Hautstruktur bzw. Befiederung eines Dinos zu bestimmen. Hammer. Es gibt einen ganz kleinen Bericht zu urzeitlichen Fröschen. Ihr erfahrt hier etwas über die verschiedenen Erdzeitalter und speziell über die Oberkreide und natürlich auch dem Aussterben der Dinosaurier. Und es gibt ein Porträt vom Spinosaurus. So, ich überspringe jetzt mal kurz eine Seite und gehe weiter zu dem Comic. Hier einfach mal kurz einen Einblick dazu, damit ihr auch seht, wie das gezeichnet ist. Und ihr seht schon alleine an diesem Dino hier, den Anhanguera, in diesem Comic, das finde ich sehr raffiniert, findet ihr Elemente von Spielesets, die es von Schleich auf dem Markt gibt, hier in dieses Comic mit eingebunden. Ja? Eben zum Beispiel dieser Flugsaurier, ihr findet den fliegenden Fisch, ihr findet den Schleichvulkan, den Spinosaurus natürlich aus dieser Ausgabe, das Stegosaurus-Skelett zur Grotte oder was weiß ich. Dieses Magazin ist auf jeden Fall total auf Schleichartikel abgestimmt. Ich finde es immer witzig, wenn man so Sachen dann hier entdeckt. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter vor, nämlich zur Heftmitte und zum Poster. Hier seht ihr schon, boah, spektakulärer Kampf zwischen 2 Spinosauriern. Allerdings noch in der alten Form, ja, kürzere Vorderarme, lange Hinterbeine. Mittlerweile weiß man, dass sie wahrscheinlich so nicht ausgesehen haben. Und was sehen wir auch? Wir sehen den grünen und den braunen. Den grünen gab es schon in der ersten Ausgabe, den braunen haben wir hier in der neuesten. Schon klasse, oder? So, dann haben wir noch ein Poster und zwar vom Acrocanthosaurus. Natürlich auch genau in den Farben, wie sie ihr Modell hier bemalt haben. Das Modell, ja, in meinen Augen leider Gottes ein bisschen verunglückt. Das sieht hier auf dem Poster natürlich schon wieder ein bisschen spektakulärer aus. So, dann haben wir hier den Steckbrief zum Spinosaurus. Hier gibt es einiges zu lesen. Fakten, Daten und so weiter und so fort. Finde ich cool. Das haben sie schön gemacht und ich blätter gleich nochmal weiter zu unserem Extra. Und mit diesem Extra, mit diesem Spinosaurus, könnt ihr hier auch ein Spiel spielen. Und zwar Dino-Hüpfen. Finde ich witzig, ne? Wie genau sich Dinosaurier fortbewegt haben, ist sehr gut erforscht. Gesprungen ist der Spinosaurus wahrscheinlich nicht. In diesem Spiel bringst du ihn trotzdem zum Hüpfen.
Klasse. Mal gucken, wie das geht. Stell deinen Mini-Spinosaurus unten auf Stadtfeld, also hier auf dieses gelbe Feld. Leg dann deinen Zeigefinger unter sein Hinterteil. Okay. Dann reißt du den Zeigefinger schnell hoch, sodass der Spinosaurus hochfliegt. Mit ein wenig Übung schnippst du ihn so, dass er im Zielfeld landet. Das hier ist das Zielfeld. Und das könnt ihr natürlich auch mit euren Freunden zusammenspielen. Ne? Also ich nehme mal an, den Spinosaurus hier einfach draufstellen und dann hier zack und mal gucken, wie weit er fliegt. Oh Mann, wie originell. Ach du liebe Zeit. Oh, wie auch immer, dann hier Werbung zu dem anderen Dinosaurier-Magazin von Blue Ocean. Auch immer spektakuläre Fleischfresser hier als Cover. Und hier sind dann immer so Waffen und so Zeug mit drin. Also keine Figuren, eher so Gimmicks halt. Ne? So, dann machen wir hier mal weiter und gehen auch schon auf die letzte Seite. Oh, auch cool. Fachsprachen. Was bedeuten die lateinischen Worte zu den einzelnen Dinosauriern? Ne? Was bedeutet zum Beispiel Acrocanthosaurus? Wisst ihr das? Das weiß ich zufällig. Das heißt Hochstachel. Echse. Obwohl man eher vermutet, dass das auf den Stegosaurus zutrifft. Aber Stegosaurus heißt in Wirklichkeit, Achtung, Dachechse. Ist tatsächlich so. Ne? Könnt ihr euch schon mal überlegen, was könnte Allosaurus bedeuten und was Brachiosaurus? Das erfahrt ihr in diesem Magazin. Und hier haben wir auch die Vorschau zur nächsten Ausgabe. Boah, der Wahnsinn! Ich hab's noch gar nicht angeschaut. Es gibt einen Carnotaurus. Ja, wie cool ist das denn? Pfeift euch das mal rein. Ich meine, der Kopf ist extrem breit, aber das Modell ist echt witzig. Cool. In grün und entsprechend auch das Cover hier gestaltet. Sehr gut. Wow, ein Carnotaurus, den gab es bisher noch nicht. Also ich freue mich drauf. Bin eh gespannt, was nächstes Jahr wieder für Mini-Dinos von Schleich erscheinen. Cool. Und natürlich auch spektakuläre Neuheiten. Ne? Falls ihr schon die Dino-Neuheiten von Schleich gesehen habt und natürlich auch von den anderen Herstellern, macht euch mal schlau. Da kommen sensationelle Geschichten. Also nicht nur von Schleich, ne? Gut, ich sehe jetzt hier kein Datum, wann das nächste Magazin erscheint, aber ich denke mal wieder in 2 Monaten. Wir haben jetzt Ende November, also irgendwann Mitte, Ende Januar, denke ich mal, wird das nächste Magazin hier erscheinen. Cool, also freue ich mich drauf. Ja, und wie schon gesagt, also das Magazin kann ich wirklich jedem Dinosaurierfreund oder Freundin empfehlen. Nicht nur Kids, auch Erwachsenen macht es auf jeden Fall Spaß. Ganz leicht, ganz einfach zu lesen und wir haben natürlich auch noch diesen Spino dabei und den schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin sowas von gespannt, glaubt ihr gar nicht. Denn ich habe hier noch nicht auf die Rückseite geschaut. Bin ich mal gespannt, ob es hier schon eine kleine Vorschau auf die nächsten kommenden Mini-Dinos gibt. Ich hoffe nicht so viele Repaints, sondern eher auch neuere Figuren wie der Carnotaurus. Boah, Hammer. Ja, und lasst euch, wie schon gesagt, nicht durch diese Nummer 6 hier irritieren. Es gibt noch weitere Magazine und mehr Dinosaurier als die 6, die wir hier bisher in diesen Tütchen gefunden haben. Also, Spinosaurus dieses Mal in Braun. Meine Kamera kommt wieder nicht mit dem Spiegeln klar. Auf jeden Fall eine limitierte Figur, die kriegt ihr nur hier in diesem Magazin. Finde ich klasse. So, Blick auf die Rückseite und, na, hier sind die alten drauf. Egal. Also noch keine Vorschau auf die kommenden Dinosaurier. Das hier sind die bisher erschienenen. In diesem Jahr wohlgemerkt, ja, 2016 erschienen noch ein paar andere. Also wir hatten hier den blauen Velociraptor, wir hatten den Stegosaurus, den Pentaceratops, wir hatten den Saichania, den T-Rex und jetzt hier diesen Spinosaurus in Braun. Bereit für neue Abenteuer? Ja, bin ich jeden Tag. Ach, hier ist ja auch dieser Vulkan abgebildet. Ne? Also den könnt ihr in diesem Heft gewinnen. Tolles Playset, muss man sagen. Mit einigen Figuren normalerweise dabei. Also wenn er mal nicht mehr ganz so teuer ist, werde ich mir den auch zulegen. Auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir uns mal den Spinosaurus hier an. So, Achtung. Und... ah, jetzt ja. Wow, der kommt ja richtig gut. Klasse. Ja, der ist richtig gut bemalt. Sehr schön. Ganz einfach zwar, aber richtig gut. Wow. Ja, da halte ich doch gleich mal den Grün dagegen. Das hier war der allererste, der erschien. Links, der Grüne. Wurde eine Zeit lang unfassbar teuer verkauft. Wurde dann teilweise auch auf der Spielzeugmesse verschenkt und von Leuten teilweise unfassbar teuer angeboten. Echt, glaubt man gar nicht. Na, aber die passen doch richtig toll zusammen. Klasse. Also die Farben von diesem neuen hier, das ist schon richtig toll. Das ist auch nicht ein Braun, sondern echt ein Orange. Und unten geht es dann eher in so ein, ja, Ocker über. Ne? Kein grelles Gelb, sondern eher ein Ocker. Also gut gewählt. Das Auge...
Also gut gewählt, das Auge ganz schwarz gesetzt, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, auch die Zähne hier weiß bemalt, den Rachen haben sie jetzt nicht großartig bemalt, die Zunge ist ja auch weiß. Okay, aber es wurde sauber bemalt, kann man nichts sagen. Keine Schmierer, gar nichts, schön gemacht. Das Segel hier, boah, kommt klasse. Und hier ganz, ganz dicke, breite Schuppen, was sich hier über den ganzen Körper ziehen. Die Figuren stehen auch sehr schön, muss man dazu sagen. Und ja, die ganze Stellung, die Haltung für einen Mini-Dino, klasse gemacht. Also diese Mini-Dinos sind mit die besten, die ich aus diesem Bereich kenne. Klaro, es gibt noch viele, viele andere Marken und Hersteller etc., die auch sehr, sehr schöne Modelle rausbringen. Sogar teilweise lebensechte Modelle, ganz klar. Aber die liegen in einer ganz anderen Preisklasse. Ne? Von dem her, das muss man hier auch sehen. Und für die Preisklasse, die Schleich hier bringt, ist das top. Absolut. Finde auch schön, durch die Farbe hier wurde jetzt keines der schönen Details irgendwie übermalt oder so. Kann man alles schön sehen. Hier die Krallen, auch schön, dass die Spitzen hier noch extra bemalt wurden, sowohl an den Füßen als auch an den vorderen Beinen hier oder Armen. Das ist schon echt schön gemacht. So, ja, ich halte den Grün einfach nochmal daneben, dann habt ihr hier einen schönen Vergleich. Ich kann die auch nochmal kurz auf mein Drehtellerchen stellen, dann seht ihr die von allen Seiten ohne meine Finger. Dann habt ihr den optimalen Figurenvergleich. Ich glaube, das werde ich noch hinten an dieses Video mit dranhängen. Aber schon schön gemacht. Ne? Und so habt ihr zwei Gegner, die ihr aufeinander loslassen könnt oder halt zwei Spinosaurier, die auf Jagd gehen oder was weiß ich. Ne? Aber ob die beiden oder ob Spinosaurier im Allgemeinen tatsächlich gemeinsam gejagt haben, das weiß man nicht. Zumindest war niemand von uns dabei. Ne? So, also das sind die beiden. Ich stelle die mal hier her. So, dann gibt es natürlich auch noch dieses Modell, was ihr aus den Dinosaurier-Sets von Schleich kennt. Die gab es sowohl einzeln zu kaufen, als auch in so tollen Spielesets mit Puzzeln als Untergrund. Ja, also auch schön und recht aufwendig bemalt. Ne, hier eher so ein dunkles Violett mit Gelb ein bisschen. Na und hier seht ihr auch richtig schön dieses Gelb. Unten wird es dann auch noch grau. Und deshalb meinte ich, das ist eher ein bisschen Ocker, was wir hier sehen. Ne? Also den stelle ich auch mal mit dazu. Haben wir schon dreimal Spinosaurus. Klasse die Farben, oder? Und dann erschien auch noch dieser graue hier mit diesem orangenen Strich über den Rücken. Und auch hier oben an den Knochen, hier über den Augen bis vor zur Schnauze. Was man auch noch erwähnen muss, hier die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer wurde extra noch ein bisschen bemalt. Ebenso bei diesem Modell, ne, bei den beiden Extras im Magazin, Kamera stellt scharf, Dankeschön, wurde das nicht extra bemalt. Ne? Also da sieht man doch den Unterschied zwischen Einzelfiguren, die halt auch ein bisschen teurer waren als die Heftbeigaben. So, und den grauen, der ist vom Modell her exakt genau gleich, nur halt alternativ bemalt. Den stelle ich hier auch noch gleich daneben. So, dann seht ihr mal alle vier Modelle von Schleichspinosauriern in dieser Miniform nebeneinander. Und ich finde, das ist schon eine klasse Truppe, muss man schon sagen. Also damit kann man auf jeden Fall Spaß haben. Und wie schon gesagt, ne, 360 Grad Video hänge ich noch mit an dieses Video dran. So, wen die Größe hier noch interessiert, dem sei hier gesagt, dass wir eine Länge haben von stattlichen 7,5 cm und eine Höhe hier am Kamm gemessen oder am Segel gemessen von circa 4 cm. Also ein richtig toller Wonneproppen in dieser neuen Ausgabe. So, dann würde ich sagen, komme ich hier auch zum Ende. Das war mein kleines Review und Unboxing zum neuen Raw Dinosaurs Magazin. Die Nummer 6 für November, Dezember 2017. Nächstes Jahr geht's weiter mit dem Carnotaurus. Ich freue mich drauf. Wenn ihr die Ausgabe kauft, achtet unbedingt drauf, dass dieses Tütchen hier vorne dran ist. Denn sonst fehlt euch diese tolle Beilage hier, ne? Alles klar. So, falls ihr euch die Ausgabe kauft, wünsche ich euch viel, viel Spaß damit. Tolles Magazin, viele Grüße an Schleich, viele Grüße an Blue Ocean. Und ganz besonders viele Grüße an euch. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay oder Raw. Ne, wisst ihr Bescheid.